Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Es geht hier nun weiter in den Slums, in den Badlands und wir wollen... Ja, komm, weiter. Ja, schön. Ja, und wir wollten letztes Mal unser Ziel erreichen, was allerdings nicht so wirklich möglich war, denn ja, das Spiel hat uns mit einem kleinen Spielabbruch bereichert und dafür können wir uns aber die ganzen Fontänen hier nochmal kurz anschauen. Zum Glück wurden wir nicht so weit zurückgesetzt. Ich musste jetzt nicht großartig was erneut spielen. Das finde ich da immer ganz angenehm. Greift ihr jetzt wieder irgendjemanden an? Warum tut ihr sowas? Lasst doch die Tiere hier Tiere sein. Ja, und die gute Frage ist jetzt, glaube ich, wie kommt man hier jetzt rüber? Denn es wird gerade sehr steil. Leute, ihr seid aber auch, ihr habt aber auch echt ein Aggressionspotenzial, was man nicht bei so Weltraum-Sachen haben sollte. Da muss man ja eine total ausgeglichene Psyche haben. Du darfst dich durch nichts beeinflussen lassen und so. Ist ja eigentlich logisch, weil, gut, in diesem Fall werden die Leute, oh, jetzt habt ihr ihn angelockt. Da hinten kommt doch mal sein Kollege hier. Wilder Adi. Was ist das für einer? Und die hinterlassen nicht mal Loot. Ja, eigentlich muss man eine total ausgeglichene Psyche haben und darf sich durch nichts beeinflussen lassen. Uah, der hat mich angespuckt. Du Widerling. Schließlich ist man in der realen... Oh Gott. In der Realität ist man dann immer mehrere Monate unterwegs und hier im Spiel ist man sogar... teilweise für 600 Jahre eingefroren. Und natürlich musst du das Ganze irgendwie verarbeiten können im Kopf. Und deswegen, ja, verstehe ich es auch nicht, wenn die manchmal so komische Sätze bringen wie, ja, was gab's denn unter anderem? Also so, keine Ahnung, manchmal bringen die so locker flapsige Sprüche, wo ich mir immer denke so, ah, würde man das so sagen? Moment, gab es diesen Weg eigentlich schon in der letzten Folge oder habe ich den voll übersehen? Heiliges Kanonenrohr. Aber es sieht halt einfach phänomenal aus. Und ich habe jetzt eine Methode gefunden, wie ich eventuell nochmal so ein bisschen die Farben vom Spiel ein bisschen krasser rüberkommen lassen kann. Unter anderem Sonnenstrahlen werden dadurch ein bisschen betont, denke ich mal. Wäre cool, wenn ihr mir dazu ein kurzes Feedback geben könntet, ob sich bei euch da was ändert. Wahrscheinlich sieht man es nur in einem Vergleichsbild, aber ja, keine Ahnung. Ich bin trotzdem immer bedacht, da immer Fortschritte zu machen und arbeite im Moment auch an jedem Format, an der Bildqualität. Eben bei mir nächste Woche die Uni wieder losgeht und ich wieder... Pathfinder, den Tariffs Aussagen zufolge ist der Kettentransponder hier in der Nähe vergraben. Aha. Das ist eine so wichtige Information, dass sie es wert ist, sie zweimal abzuspielen. Moment, hier haben wir noch was. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dem Charakter, der hier einfach irgendwo in der Pampa steht. Servus. Wo ist denn der? Weiter oben oder weiter unten jetzt? Ah, unten. Ich bin jetzt am Tatort. Sehr gut. Ich habe einige Informationen über den Toten. Er war ein männlicher Kroganer namens Zier. Man hat ihm den Bauchpanzer herausgebrochen, bevor er erschossen wurde. Sie wollten, dass er leidet. Das darf nicht ungestraft bleiben. Führen Sie Ihr Scanning durch. Suchen Sie nach allem, was uns einen Hinweis auf den Mörder liefern könnte. Diese Fußabdrücke sind eindeutig angaranisch.
Ich zähle mindestens 3 Angreifer. Die Spuren deuten auf einen Hinterhalt hin. Das passt ins Profil der Roka. Das ist doch schon mal ein Anfang. Eine Bratpfanne. Bestes Beweisstück. Angaranisches Blut. Das passt zu ihrer Roka-Theorie, Reyes. DNA liefert keine Hinweise auf politische Zugehörigkeiten. Scannen Sie weiter. Wir brauchen eindeutige Beweise. Okay, vielleicht nicht unbedingt zu scannen, aber hier ist ein Datenpad. Evakuierungsmitteilung. Aufgrund der jüngsten Berichte über die giftige Wasserversorgung in den Badlands wurden unsere Pläne für eine großflächige Besiedlung verworfen. Das Gebiet wird stattdessen abgeriegelt und in eine Strafkolonie umgewandelt. Sollten Sie sich dennoch entscheiden, dort zu bleiben, werden Sie als ständiger Bewohner dieses Territoriums betrachtet. Eine Rückkehr nach Kadara Port ist in diesem Fall ausgeschlossen. Sloane Kelly. Gut, hatte doch nicht so viel mit zu tun. Da haben wir noch ein Datenpad. Das könnte was sein. Persönlicher Log Zero. Okay, das klingt schon besser. Neuer Eintrag, es sind noch mehr Minen verschwunden. Verdammte Diebe. Ich lege sie gar nicht mehr aus. War sowieso nur eine blöde Vorsichtsmaßnahme. Wenn jemand den Mumm hat, sich direkt mit mir anzulegen, freue ich mich auf die Herausforderung. Ja, sehr pazifistisch klang der Kollege jetzt auch nicht. Gut, das können wir mal gerade untersuchen. Ui! Ein Messer. Der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben. Auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert. Ein Zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis. Das sind Axuls Worte. Wir wissen nicht, ob der Täter ein Angara war. Ein Exilant könnte das Messer gestohlen haben. Ja gut, aber die Fußspuren... Die sprechen eigentlich schon eine ziemlich deutliche Sprache, leider. Sollen wir hier nicht erst hochgehen? Ich habe ihn gefunden. Das Ding ist Schrott. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können und danach auch die Meridians. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Ich mag Ihren Optimismus. Boah, klang jetzt aber weniger optimistisch als Pathfinder. Das wird ein Kinderspiel. Reyes braucht nach wie vor Ihre Hilfe bei der Untersuchung der Morde in Kadara Port. So, wartet mal. Hier muss doch auch was Interessantes sein. Okay, Besucherprotokoll, Hausordnung. Was hat es mit dem Namen auf sich? Oh, hier sind ja noch welche. Verdammt, hi. Mallox. Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Wie sind Sie auf Kadara gelandet? Ich bin mit Sloane von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadara Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Einer ihrer Nachbarn wurde ermordet. Seer ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Seer hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen.
Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kedera bedeutsame Annehmlichkeiten. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. So, wir können eigentlich direkt zurück zur Tempest reisen. Von hier aus bin ich mir sicher, gibt es noch einiges, was man hier im Moment... Ich schau mal in die Richtung, dann richtet sich die Karte genauso aus. Ja, also hier gibt es zwar noch einiges zu entdecken. Die Planeten kann man großkundig erforschen, aber wir haben es ja schon in den letzten Folgen gesehen. So interessant ist das dann auch nicht unbedingt immer. Deswegen bin ich halt jetzt auch hinter der Hauptstory her. Und ja, die Nebenaufgaben, eventuell kann man die ja mal machen, wenn man... Eigentlich wäre es ganz hübsch hier, wenn das brennende Wasser nicht wäre. Und die Nein. Und der Nomad war hier. Och nee, oder? Verdammt. Hätte ich gewusst, dass ich den anfordern kann. Ja gut, dann hätte sich die Reise ein bisschen verkürzt, die Reisezeit. Nee, aber ansonsten, die ganzen Nebenaufgaben, die sind ja nicht ganz so interessant immer. Huch. Die sind ja grundlegend nicht ganz so interessant. Allerdings haben sie ja eine Auswirkung auf ein kommendes Mass-Effekt, falls eins kommt. Und wenn eins kommen sollte, dann können wir ja... Moment, wo sind wir hier genau? Okay. Und wenn Mass Effect kommt... Achso, ja, hier muss ich mit Dingens reden hier. Ihr wisst schon, mit... Ach, wie hieß er? Namensgedächtnis und so. Nee, aber wir können ja, falls ein weiteres Mass Effect kommt, eventuell die Nebenquests dann hier machen. Irgendwie in einem Stream oder so. Oder als fortführendes Let's Play. Was wissen Sie über die Lage da draußen? Man könnte sagen, ich bin der Direktor der Badlands. Für Touristen ist das nichts. Jenseits dieser Mauern geht's knallhart zur Sache. Wie sieht knallhart aus? Es ist ein Friedhof voller Leute, die entweder schon tot sind oder es bald sein werden. Die Badlands sind die Müllhalde von Kedera. Wie ein riesiges Gefängnis. Wer sogar für diesen Ort hier zu übel ist, den verfrachten wir dorthin. Das heißt... Exilanten werden ins Exil geschickt? Ja, die Schlimmsten der Schlimmen. Und einige davon wollen sogar dort sein. Haben vermutlich was zu verbergen. Das Wasser ist giftig, überall Schwefelquellen, mit der üblen Angewohnheit in Brand zu geraten. Also nur zu. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich suche eine Remy Tamayo. Irgendeine Idee, wo ich sie finden könnte? Tamayo. Ach ja, das ist die, die darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist. Sie ist unschuldig. Der Verbannte, der die Gebühren eintreibt, hat einen Fehler gemacht. Remy hatte bezahlt. Tja, scheiße. Sowas ist bisher noch nie passiert. Ich bin nicht hier, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich will sie nur finden. Wie schön. Da spielt jemand den Helden. Als ich ihr Mädchen zum letzten Mal gesehen habe, sprach sie gerade mit Johann und seinen Leuten. Ein übler Haufen. Ich sende ihnen den Nachpunkt der letzten bekannten Position von denen. Machen sie sich auf einen Kampf gefasst. Okay, anscheinend bin ich letztes Mal einfach hier rausgesprungen. Cool. Ja, gut, dass das geht. Da kann man was verpassen. Oder auch nicht. Ah, scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Ah, die lassen wir lieber mal alleine. Was ist das für ein Ort? Ein Geschäftsbetrieb. Vollkommen legal.
Komisch. Für mich sieht das nach einer Drogenhöhle aus. Vermutlich, weil es eine ist. Wenn Sie ein Problem damit haben, beschweren Sie sich bei Sloan. Das hier ist grauenhaft. Sie sehen ziemlich gesund aus. Was ich über meine üblichen Patienten nicht gerade sagen kann. Ich habe meine eigene Ärztin. Mein Name ist Ryder. Ich bin ein Pathfinder. Es hat also einer überlebt? Wir hätten sie gut brauchen können, als wir nach Helios gekommen sind. Dr. Ryota Nakamoto. Ich habe früher als Arzt für die Verbanden gearbeitet. Aber ich habe gekündigt, als Sloan einen medizinischen Durchbruch in eine Droge verwandelt hat. Was hatten Sie denn erwartet? Sie ist eine Kriminelle. Sie war nicht immer so. Das Leben nach der Nexus hat uns alle verändert. Als wir nach Kedera kamen, habe ich einen heimischen Bakterienstamm entdeckt, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie Penicillin. Das ist ja fantastisch. Ja, das war es. Bis ich festgestellt habe, dass das Medikament in großen Dosen zu Abhängigkeit und Halluzinationen führt. Ich habe Sloan meine Bedenken mitgeteilt. Aber alles, was sie interessierte, war die Möglichkeit, Profit zu machen. Sie nannte die Droge Oblivion. Leider gibt es nur einen Weg, sie aufzuhalten. Wir müssten meine Formel stehlen. Dadurch würden wir Sloan nur verärgern. Es ist mir völlig egal, wie sie sich fühlt. Leute sterben. Und meine Arbeit ist schuld daran. Ich frage Sie das nur sehr ungern, aber die Formel ist in meinem alten Labor. Könnten Sie sie zurückholen? Ich kann nicht kämpfen, sonst würde ich es selbst machen. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Das klingt wiederum nach einer etwas interessanteren Nebenquest. Aber wir gehen erstmal zu Jill. Ja, jetzt mit dem Transponder können wir halt auch gut den Archon und auch noch Meridian, wenn ich es richtig verstanden habe, orten. Das wäre interessant. Wenn es so eine rasante Entwicklung annimmt. Bereit, mit Ihnen über den CAT-Transmitter zu sprechen. Pathfinder, ja, ja? Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Das hier ist eine normale Unterhaltung. Nein, das hier ist Ihr Versuch, mich zu durchschauen, meine Fehler einzuschätzen, mich in eine Schublade zu stecken. Das ist nicht. Für Sie sind alle auf diesem Schiff nur Experimente. Aber ich habe keine Lust, die Versuchskaninchen zu sein. Okay, bei den beiden Ärzten sollte man mal vorbeischauen. Moment. Wo sind denn die? Unten? Also, in Anführungszeichen Ärzten. Ich glaube, die eine ist Psychologin. Warum kann ich denn an Bord des Schiffs was scannen? Ah, Krümel an Deck. Sie haben auch welche gefunden? Ich denke, irgendwas frisst unsere Vorräte. Ah, okay. Hier kommt also auch eine kleine Nebenmission zustande. Ey, ich verstehe immer noch nicht, warum in diesem engen Raum die Performance... Ich habe Sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle Angara oder nur Sie? Winseln alle Menschen im Schlaf oder nur Sie?
Sehr gut. Ich verstehe das nicht, weil eigentlich in großen, weiten Welten, da sollte die Grafik gefordert sein. Ich warte nur auf dieses Panzerungsakquise-Projekt. Kein Stress. Gut, wenn er nur darauf wartet, dann soll er weiter warten. Die Rokar gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten. Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Rokar seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Okay, haben wir das nicht schon alles gestellt, oder? Ich schau mal gleich bei dem ersten Dingens. Ansonsten, Privatleben und Fragen über Sie ist doch eigentlich dasselbe, oder? Wollten Sie immer ein Kämpfer werden? Haben Sie sich in der Schule auf irgendetwas spezialisiert? Nein. Ich will nicht darüber reden. Aber ich bin gar kein Kämpfer. Nicht wirklich. Die Besetzung durch die Cat sorgt für Chaos. Also ist auch unser Bildungssystem chaotisch. Ich bin eigentlich nicht so richtig. Aber das ist eine Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Im Leben. Und das in meinem Alter. Ich hoffe, dass mein Hiersein mich weiterbringt. Können Sie mir etwas von Ihrer Familie erzählen? Falls Sie eine haben. Setzen Sie sich. Das dauert ein Weilchen. Bringt uns jemand Knabberzeug und Getränke? Wow, ist Ihre Familie so groß? Ich habe eine echte Mutter, Sahuna, und mehr als 5 zusätzliche Mütter. Dazu viele Geschwister und Cousins, die alle gemeinsam aufgewachsen sind. Unsere Familien verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Beziehungen kommen und gehen. Mein Vater ist nicht mehr da. Verschleppt oder getötet von den Cat. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Das tut mir leid, Jor. Ich verstehe. Ich habe meinen Dad gerade erst verloren. Aliens mit Gemeinsamkeiten also. Wir sind vaterlos und kämpfen dennoch weiter. Haben Sie sonst noch eine Frage? Haben Angara Zukunftspläne? Träumen Sie davon, was Sie erreichen wollen? Sie packen Pläne und Träume in dieselbe Frage. Ja. Oh. Verstehe. Das war Absicht. Angara leben im Jetzt. Wir wollen nicht die Zukunft verbessern, sondern an der Gegenwart arbeiten, weil sie es dringend nötig hat. Okay, belassen wir es dabei. Das Interessante ist allerdings, dass er davor meinte, dass er ja noch nicht weiß, was er werden will und das in seinem Alter. Das sind ja in gewisser Weise Zukunftspläne und er hat sich so ein bisschen geschämt, dass er keine hat. Haben Sie eine Gefährtin? Eine Partnerin? Nein, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr? Ich habe mich einmal in ein Mädchen verliebt. Alea. Wir waren jung. Ich war jung. Es war meine erste Vestal auf Aya. Wir haben auf derselben Farm gearbeitet. Sie war etwas älter als ich. Eine Forscherin. Ich höre immer noch ihr Lachen. Und sehe ihre Augen. Sie hat mich geküsst und ich gehörte ihr. Verzaubert und verführt. Aber es hat nicht funktioniert. Mein älterer Bruder kam nach Aya. Er war bereits eine Berühmtheit im Widerstand. Wo ist Ilya jetzt? Hat das mit ihr und ihrem Bruder geklappt? Sie kehrten nach Haval zurück und sie schloss sich unserer Familie an. Sie wurde eine der Mütter. Und sie müssen sie jeden Tag sehen? Nein. Sie wurden von den Cat verschleppt. Ihre Kinder haben überlebt. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Okay, Bibi und Lexi, ihr habt doch gerade Stress gehabt, oder? Alles in Ordnung? Oh, ja. Bibi und ich hatten nur eine kleine Debatte. Das ist doch besser, als wenn sie Ihnen aus dem Weg geht, oder? Ja, vermutlich. Ryder? Halten Sie mich für verklemmt? Ich
Nein, schon gut. Antworten Sie nicht. Reden wir einfach über irgendwas anderes. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, schön, dass sie das Thema direkt so abgewiesen hat. So, hier hatten wir die Krümel. Was geht, Cora? Ryder? Auf Wiedersehen. Ich. Abgenutzte Couch. Warum kann ich die scannen? Vor allem, warum wird mir signalisiert, dass ich sie lieber scanne? Ah, hier die Krümel. Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Es mag Frühstücksflocken. Das Tier ist mir sympathisch. Das lassen wir einfach mal am Leben. Hey Ryder, ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Was meinst du mit verschwunden? Sie sind nicht freiwillig gegangen. Es gab keine Arbeitsaufträge, keine Minenexpedition, also Entführung. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Wir brauchen mehr als deine Zusicherung. Wer steckt dahinter? Warum Siedler? Ach, ist das wichtig? Werden sie sie nicht retten, wenn ihnen der Grund nicht gefällt, warum sie in Schwierigkeiten stecken? Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern. Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Okay. Ich wollte eigentlich nur nach Krümeln sehen, aber gut. Okay. Warum nimmt man Frühstücksflocken hier mit? Kedera rettet mir echt das Leben. Ich habe ein paar Leuten einige Dinge versprochen, von denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie wirklich auftreiben kann. Aber wie sich rausgestellt hat, kriege ich sie alle auf Kedera. Schon komisch, wie sich manche Dinge entwickeln. Verstoßen Sie gegen irgendwelche Gesetze, indem Sie mit den Exilanten Handel treiben? Kann ich überhaupt gegen ein Gesetz verstoßen, das noch nicht mal verfasst wurde? Wir stehen am Rande des Abgrunds, Ryder. Ich fange gerne an, mir über Kleinigkeiten Gedanken zu machen, sobald unser Überleben gesichert ist. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Okay. Gut, dass einige davon auch gut profitieren können. Drag haben wir hier auch noch. Hey, Kollege. Krümelmonster gesehen? Ryder. Wir können uns später weiter... Ryder. Drag. Okay, ciao. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Ich habe mir die Cat-Tech angesehen, die wir bisher gefunden haben. Wir sind zwar in einer anderen Galaxie, aber die Gesetze der Physik gelten auch hier. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal.
Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab! Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam... Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Tafino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Solche flapsigen Sprüche meine ich, das sind halt so Sätze. Weißt du, das ist halt ein bisschen manchmal so Hollywood-esk gemacht, wo es eigentlich nicht angebracht ist. Denn die ersten drei Mass Effect-Spiele waren ja auch sehr düster, sehr serious. Und wenn man sich mal die gesamte Thematik anschaut, man ist 600 Jahre im Kälteschlaf gewesen. Man ist ein komplett neuer Pathfinder. Man ist... Hey, könnten Sie in die Krankenstation kommen? Man ist mit sehr vielen Sachen... Man ist mit sehr vielen Sachen extrem überfordert und so weiter und so fort. Und hat auch noch einen extrem nervigen Feind, der zudem die Rasse einer anderen Galaxie umwandelt. Da gibt's so Sprüche wie, solange wir nicht sterben, ist es nicht gefährlich quasi. Nicht wirklich. Also, weiß nicht, ist manchmal... Viele Leute stören sich dran und ich muss sagen, ich habe das Spiel sehr häufig auch in Schutz genommen, aber teilweise finde ich, ist es auch durchaus berechtigte Kritik. Also das ist definitiv berechtigte Kritik, die da manchmal herrscht bei dem Game. Ryder. Dann will ich Sie mal nicht länger... Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Hat sie uns nicht hierher gebeten irgendwie oder war das irgendjemand anderes... Okay, hier haben wir Jarl. Wo Liam ist, keine Ahnung. Ja, und das ist unser Zimmer. Mal gucken, ob wir in unserem Zimmer Krümel finden. Das Gute ist halt, solange es nur in diesem Schiff ist, die Lags, passt das ja eigentlich, weil grundsätzlich, ja, hier brauchen wir sie halt eigentlich nicht. Die flüssige Grafik meine ich. So, diplomatische Bemühungen auf Aya. Als wir unsere alte Heimat verlassen haben, war es nicht vorgesehen, dass wir mit einer Alien-Zivilisation um eine neue verhandeln müssen. Achso, die Heimat, okay. Ja, hätte man nicht denken können, dass hier noch Leute leben. Es ist entscheidend, dass wir die Angara beschwichtigen und auf unserer Seite halten. Sie haben für uns eine Botschaft auf Aya eröffnet und unser diplomatisches Team lebt sich dort bereits ein. Ich zähle darauf, dass sie unseren Erfolg gewährleisten. Sie haben Kontakte mit dem Anführer des Widerstands, der Moschai und dem... Gouverneur von Aya etabliert, tun sie ihr Möglichstes, um alles über diese Leute und ihre Unterstützer in Erfahrung zu bringen. Je besser wir die politische Struktur von Aya verstehen, desto mehr Erfolg werden wir dabei haben, uns ihrer Hilfe bei der Kolonisierung von Helios zu sichern. Director 10. Etwas Verdächtiges. Von Sidera Nix. Lieber Pathfinder, ich bin Vetras Schwester Sidera, aber alle nennen mich Sid. Ja. Gut, haben wir mitbekommen. Ich weiß, dass das nicht gerade dem Protokoll entspricht, den Pathfinder einfach über ihre persönlichen Konsolen, einfach über ihre persönliche Konsole zu kontaktieren, aber Vetra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor sich, die nicht zusammenpassen und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären. Können wir uns persönlich unterhalten? Ich bin in der Einsatzzentrale. Credits einer Matriarchin. Es war eine Betrugsmasche von Drake. Tun Sie mir einen Gefallen und erzählen Sie Vetra nichts davon, okay? Okay. Ja, Leute. Nächstes Mal würde ich sagen, können wir uns dann zu dem neuen System aufmachen. Wir haben ja gehört, der Archon befindet sich da. Die Jagd ist sozusagen eröffnet und das Ziel haben wir nun vor Augen. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Ach, hier. Sie haben sich hier eingerichtet? Ja, ich gehe immer noch die Sachen aus dem Gewölbe auf Eos durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heimelig? What the hell? Okay.
Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen? Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Vielleicht hätten Sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay, Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. Okay, gut. Das lief super. Ja, ich wusste gar nicht, dass die Krankenstation dann hier oben ist. Ich dachte, da unten. Ich bin auch ein bisschen irritiert. Phoebe und Lexi... Ihr wisst ja, wie ich es mit dem Namensgedächtnis habe und so. Aber gut, nächstes Mal würde ich sagen, begeben wir uns in ein neues System. Dort wird der Archon gejagt, das heißt, die ganze Geschichte spitzt sich ein wenig zu. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr ja gern wieder einschalten, natürlich. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, würde ich mich super über ein Däumchen nach oben freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Mass Effect Andromeda. Macht's gut!